Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Schoki Banoki, Angeberwissen, besser bekannt unter Daily, heute am 1. Juni. Mit dabei im Studio, wie immer, der Sascha. Und zu eurem Glück bin ich heute auch dabei. Ich bin der Pujan. Und wir fangen direkt mal an mit dem Geburtstagskind. Wer hat das Geburtstagskind, 1974 geboren. Ja, cooles Jahr auf jeden Fall. Die einen sagen so, die anderen sagen das Gleiche. Ja, Alanis Morissette. Kennst du? Ja, aber ich komme auf keinen Song von ihr. Was? Die war mal in den 2000ern. I don't know oder sowas heißt es, glaube ich. Die war mal ziemlich, also da, es gab eine Zeit, da hat sie wirklich ein Lied nach dem anderen in den Charts gehabt. Also ich würde sagen, Ende 90er waren das. Aha. Ja. Das Album hieß Eject Like Pill. Eject Little Pill. Ah. Ist ja auch egal. Jedenfalls, die hat, war die schon ziemlich gut. Ja, vom Gesang her. Ja, ja, nee, äußerlich nicht so. Geht so. Die hat auch mal zwischendurch Gott gespielt. Kennst du den Film Dogma? Ja, da hat sie Gott gespielt. Da hat sie Gott gespielt. Die hat auch irgendwie bei Friends mitgespielt. Da hatte sie aber keine so schöne Stimme. Also als sie da was gesagt hat, sind ja überall die Köpfe explodiert bei Dogma. Stimmt, ja. Deswegen hat sie ja auch die Rolle gekriegt. Verstehe ich nicht. Ja. Gut, machen wir weiter. Ja, heute am 1. Juni, was passiert da noch? Eine saugeile Geschichte. Und zwar in der italienischen Hauptstadt. Eine Idee, wo das sein könnte? Röhm. Röhm, genau. Hat aber nichts mit dem Röhm zu tun aus dem Dritten Reich. Nee, da wo die CD-ROM erfunden worden ist. CD-ROM, genau. In der italienischen Hauptstadt wurden am 1. Juni die höchste Konzentration von Kokain und Haschisch bei einer Luftmessung gemessen. Die Werte lagen bei 0,1 Nanogramm pro Kubikmeter Luft und damit fünfmal höher als der zulässige Höchstwert für toxische Substanzen. Das heißt also, dass die Römer richtig schön einen abgeschnieft haben. Genau. In welchem Jahr war das nochmal? Das Jahr weiß ich nicht. Aber das war wie? Das war am 1. Juni. Am 1. Juni. Ich schätze mal, das war dieses Jahr. Das war auf jeden Fall dieses Jahr. Natürlich ist es ja aktuell immer. In Röhm ist immer alles aktuell. Nein, das wird letztes Jahr gewesen sein. Ja. Und heute ist aber auch Weltmilchtag. Passt ja dazu. Milch? Ja, die Römer sind ja auch so Milchfreaks. M-I-L-S-C-H. Bist du Milchfan? Bist du Milch? Bist ein Knilch. Ja, genau. Also heute ist Milchtag. Wir sind doch mal von deiner Perle überrascht worden. Jetzt nicht beim... Keine Angst. Was? Sondern die kam nach Hause, sieht uns sitzen vor dem Fernseher. Bud Spencer-Film war das, so ein alter Schinken. Und wir haben Kekse gegessen und Milch getrunken. Wie richtige Männer. Wie richtig, richtig harte Männer. Ja, stimmt, wir haben Männer. Kekse gegessen und Milch getrunken. Siehst du, jetzt erinnerst du dich. Musst du das erzählen? Ich find's geil. Vor allem am Milchtag. Kann man machen. Ja, aber damals war kein Milchtag. Das war, weil weil wir 4 Tage vorher durchgesoffen hatten. Und da brauchten wir einfach mal was anderes. So. Und das war Milch und Kekse. Nee, das war gar nichts. Das war der Grund. Wir haben überhaupt nicht gesoffen. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Ich habe Bock auf Kekse und Milch. Das war der 1. Juni. Nein, ich habe hier auch noch was. Dann erzähl. 2000 ist in Hannover die Expo hat da gestartet am 1. Juni. Die erste Weltausstellung in Deutschland. Und ich war da. Du warst da? Ich war da. In Hannover? Mhm. Echt? Hannover. Da warst du, wie alt warst du da? Da warst du 7 und... 3 im Sinn, dann kommt der Pudding dazu. 7 und, also mehr. 7 und war ich, ja. Und, ja, aber gut. Schön. Ja, 27 warst du. Mit meiner Perle und meinem Bruder. Da sind wir da hochgekachelt und haben uns das angeguckt. War schön. Und ja, war echt interessant. Gerade die Skandinavier hatten richtig geile... Pavillons, so aus Bambus und Holz und Pipapo. Die Japaner haben richtig auf die Kacke gehauen. Skandinavier Pavillons aus Bambus? Ja, so Holzverschnitt halt. So eine Blume, die sich da geöffnet hat als Dach und so weiter. Das war schon ziemlich cool. So, ja, das war's. Das war jetzt endlich Juni. Ist es jetzt endlich das Ende? Ach so, vielleicht darf ich noch erwähnen, es waren leckere Kekse, die wir zu unserem Glas Milch hatten. Ja, das war richtig gut. Ich kann mich erinnern, wir haben so Keks im Mund so und dann mit der Milch so verschmolzen und irgendwie so im Mund. Genau. War lecker. Aber nicht erzählen. Weißt du, worauf ich gerade Bock habe? Cheerio, Miss Sophie. Milch mit Keksen. Ciao.